herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan. Ein schönes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Ich hoffe, Sie sind alle gut reingerutscht. Ich auch, wie Sie sehen. Ja, aber ich will Ihr Mitleid nicht. Ja? Es ist folgendermaßen. Sie wundern sich, was hat er gemacht? Ich habe mir den rechten Fuß etwas verletzt. Und hier ist der Beweis. Hier ist übrigens die Kernspintomographie. Können wir das mal gerade zeigen? Da sehen Sie es. Ja? Das ist mein Fuß. Und als ich das Bild gesehen habe, war ich erst total erschrocken. Ich dachte, das sei so eine Satellitenaufnahme von Sylt. Ja? Und man kann Gott sei Dank erkennen, man erkennt nichts. Ja, es ist also nichts gebrochen, machen Sie sich keine Sorgen um mich. Aber wie das passiert, es tut aber weh. Es ist ein bisschen leichter Kapselriss, wenn Sie es genau wissen wollen. Ein bisschen Gelenkflüssigkeit im Fuß. Aber das erkläre ich Ihnen nachher genauer. Ja, und da können Sie vielleicht noch unten, haben Sie noch vielleicht noch gesehen, Fußpilz ein bisschen. Aber sonst nicht schlimm. Das ist nämlich passiert bei Raab in Gefahr. Ja, und Raab in Gefahr heißt nicht umsonst Raab in Gefahr. Das war, glaube ich, zum Thema Eiskunstlauf, wollte ich das dieses Mal für Sie machen. Ich zeige Ihnen aber die Originalbilder, meine Damen und Herren. Und ich habe noch was für Sie, was Ihre Schadenfreude sehr anregen wird. Sie kennen das vielleicht, Sie nehmen Ihre Videokamera auch wahrscheinlich gerne mit in den Urlaub. Besonders gerne beim Skifahren macht man das ja. Und dann kennen Sie das ja, dann fährt der Erste runter, dann ist man ganz weit weg und dann steht er da unten, dann klappt die Verständigung nie. So nach dem Motto, läuft schon! Kamera, läuft schon! Bin ich im Bild? Bin ich... Läuft schon! Kann man mich sehen? Kennen Sie, ne? Ha, Mutter, bist du doof! Kann man mich sehen? Läuft schon! Und der, ja, läuft! Was? Läuft schon! Ja, gut. Und dann nimmt man sich natürlich den schönsten Tag und dann steht derjenige da oben und dann fährt man da ja nicht runter, wie man sonst runterfährt, sondern man gibt sich besonders viel Mühe. Man legt alles rein, was man hat. Ja? Und ich war auch in Urlaub beim Skifahren und ich habe mit meiner Videokamera mal einen jungen Mann gefilmt. Ja? Und ich möchte sagen, ein richtiger asozialer Angeber. Ja? Und schauen Sie sich bitte die gerechte Strafe an. Schauen Sie das hier. Hier sehen Sie, das sieht schon sehr elegant aus. Die Beine, Beinführung nah beieinander. Das sieht nicht schlecht aus. Ja, mal zeigen, was man so drauf hat. Da, schon der erste leichte Ausrutscher. Passen Sie auf, dieser Prolet. Jetzt schauen Sie hier. Zack! Und da liegt er. Ja? Was für ein Assi. Ja. Wie gesagt, das war halb so wild. Dabei ist das jedenfalls nicht passiert mit meinem Fuß. Das ist noch viel lustiger, das zeigen wir Ihnen gleich. Dann habe ich beim Silvesterprogramm natürlich darauf geachtet, wer hat das beste Programm. Und ich muss sagen, der absolute Knaller war im ORB, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, die Silvestergala. Mein Gott, was haben die ja tolle Ausschnitte gezeigt, ich glaube von 1979. Fantastische Tänze hatten die damals da. Schauen Sie sich das hier mal an. Das Original, das Original DDR-Fernsehballett zu seiner Zeit damals noch. Und da muss man sagen, wenn sie nichts hatten, eins hatten sie, Schwuchteln. Ja? So, wir bleiben beim Thema Holger Speckhahn, Thema Tänzer Holger Speckhahn. Ja, denn Holger Speckhahn war, wie ich gestern der Bild am Sonntag entnommen habe, früher einmal Gogo-Tänzer in einer Mailänder Diskothek. Ja, und unter anderem war er auch mal Model für Calvin Klein. Ich habe ein fantastisches Bild von meinem Kollegen Holger Speckhahn. Schauen Sie sich bitte dieses grandiose Foto an.
Ist das nicht super? Das ist also ein Werbefoto für Calvin Klein. Ja? Und jetzt frage ich mich, für was wirbt Calvin Klein da? Für scheiß Frisuren? Ich weiß es nicht. Dann auch am Silvesterabend, eigentlich muss man sagen, es geht leider eine Ära zu Ende. Dagmar Berghoff hat ihre letzte Tagesschau moderiert. Ich war sehr, sehr, sehr traurig. Und Sie wissen, Dagmar Berghoff ist durch die Presse gegangen in den letzten Wochen mit ihrer Jugendliebe. Volker Rühe, Ex-Verteidigungsminister, jetzt glaube ich Spitzenkandidat der CDU in Schleswig-Holstein. Die waren früher in der Schule mal ein Paar. Dagmar Berghoff und Volker Rühe. Und Dagmar Berghoff hat also ihre letzte Sendung da moderiert. Und die Tagesschau-Kollegen haben es sich nicht nehmen lassen, ein wirklich atemberaubendes, herzzerschmetterndes Lied für Dagmar Berghoff zu singen. Schauen Sie sich bitte dieses grandiose Stück Musikgeschichte an. Lass den Groove los, Jungmann. Sag mal, Dagmar, wir sind dir so dankbar, dass die Zeit mit dir so lang war. Willst nach 23 Jahren jetzt einfach gehen? Ob die Zuschauer das auch so verstehen? Jo, Jens hat recht, du bist eine klasse Frau. Mit einer Stimme wie reif, so kühl und rau. Die Frisur brisanter als eine Schlagzeile im Stern. Ich muss echt sagen, ich hatte dich gern. Hey Jan, bleib mal locker, denn jetzt ist es zu spät. Dagmar an zu flirten, denn du weißt ja, sie geht. Die Frau bekanntermaßen, das steht fest, soweit ist deine Frau vom Prinzip Anständigkeit. Bei der Text. Und jetzt habe ich durch Zufall, haben wir über dunkle Wege, den Volker Rühe wollte nämlich auch eine Textzeile beisteuern, haben wir über dunkle Wege den Text von Volker Rühe bekommen. Der durfte da aber nicht mitmachen, weil das nur Tagesschau-Leute waren. Und wir haben diesen Text also über dunkle Wege sozusagen über schwarze Konten bekommen. Ja. Und möchten Sie wissen, was Volker Rühe, wenn er hätte mitmachen dürfen, gesungen hätte? Möchten Sie wissen? Okay, Moment, kommt. Und zwar geht der Text so. Hey Dagmar, hast ne Frisur wie mein Sackhaar. Sowas wie dich kenn ich sonst nur aus der Nacktbar. Erinnerst du dich noch, wie unser allererster Fuck war? Dagmar, ich stand nackt da und verschluckte aus Versehen dein Diaphragma. Wie, jetzt sagen Sie etwa, das war nicht der Originaltext von Volker Rühe? Natürlich war der das. Der Originaltext von Volker Rühe, aber den haben wir geschrieben. Ja, so ist richtig. So, jetzt setze ich mich mal hier hin. Ah. Sie haben auch kein Mitleid mit mir, ne? Statt Sie mal was sagen, hier so, oh, armer Stefan. Aber ich will Ihr Mitleid nicht. Ihr geheucheltes Mitleid. Sie wollen mich doch nur leiden sehen. Ich habe doch gesehen, wie Sie gelacht haben. Naja, so, meine Damen und Herren, ich habe wieder was Tolles entdeckt bei meinem Kollegen Bernd Türk. Ja? Und zwar in seiner Sendung Bernd. Das ist eigentlich Bernd, die Sendung. Müsste eigentlich mittlerweile so heißen. Moment, ich nehme mal gerade einen Schluck. So, und schauen Sie sich das hier mal an. Hier ist Natascha, sie möchte sich nicht schminken. Also ein MMM, Make-up-Muffel. Herzlich willkommen. Ein MMM. Ein Make-up-Muffel. Ja, ich finde, Bernd ist ein GGG, ein Grammatikguru. Ja. Zu diesem Thema habe ich aber noch was gefunden. Schauen Sie sich mal bitte diesen Beitrag hier an. Hören Sie genau hin. Sport gehört nach wie vor zu meinem Leben. Stopp! Haben Sie gehört? Bauch, Beine, Po. Die drei Bs. Bauch, Beine, Bo. Ja? Großartig, oder? Meine Damen und Herren, ich habe was Tolles im Fernsehen entdeckt. Ich habe Sie schon öfters gesehen und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so oft auf der ganzen Welt im Fernsehen war wie Sie. Schauen Sie sich bitte mal diesen Beitrag an. Nicht gerohrt, oh, sie sagt,
Nicht ja, de Psellos, Saftchens ja, je. Ich weiß nicht, was soll es beleuchten, dass ich so traurig bin. Eine der einzigen Frauen, die in der Welt rückwärts sprechen kann, das aufnimmt und Ihnen das dann vorwärts vorspielt. Und deswegen ist sie nominiert für den Goldenen Rat der Woche, meine Damen und Herren, für ihre Rückwärtssprechkunst, Käthe Nick. Und hier ist sie. Frau Nick, das ist was Faszinierendes. Sie waren schon überall auf der Welt. Sie waren damals schon bei Peter Frankenfeld in Sendungen, bei Peter Alexander. Frau Nick war auch schon in Amerika bei David Letterman. David Letterman, ja. Sie sprechen rückwärts, aber nicht nur, wie man das liest, sondern dass, wenn man es vorwärts spielt, auch eben vorwärts klingt. So ist es. Ja? Ja. Und Sie haben am Anfang was gesagt in der Begrüßung. Ja? Ja. Können Sie das nochmal machen? Ja. Und dann uns vorwärts vorspielen, was es bedeutet? Okay, und vorwärts ist es dann? Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Ist das großartig? Wie kommt man auf sowas? Wie kommt man auf sowas? Ich habe zwischen meinen beiden Schwestern eine Geheimsprache gehabt. Und keiner konnte uns verstehen, wenn wir rückwärts gesprochen haben. Wir haben zum Beispiel laut übers Essen gemäkelt. Kam mein geliebtes Sauerkraut auf den Tisch, brauchte ich nur zu sagen, jetzt kommt wieder dieses verdammte Sauerkraut auf den Tisch, natürlich von hinten. Shit nit vor Torkaoa et madref se sid adift mokste. Achtung. Jetzt kommt wieder dieses verdammte Sauerkraut auf den Tisch. Und Sie haben damit Tourneen durch die ganze Welt gemacht. Sie waren in Japan auch? Dreimal bin ich in Japan gewesen. Einmal bin ich in Amerika gewesen, in England. Dann habe ich eine 10-wöchige Tournee mit 14 internationalen Weltstars durch Asien gemacht. Also da haben Sie japanisch rückwärts gesprochen? Japanisch habe ich rückwärts gesprochen und rückwärts gesungen. Aber das war vor vielen Jahren, dass ich das jetzt nicht mehr so kann. Also japanisch hört sich für mich ja sowieso schon rückwärts an. Nippon numina san konbanwa, otakushi wa nishi berlin kara. So geht es immer weiter. Das war jetzt rückwärts oder vorwärts? Das war vorwärts japanisch. Und wie klingt es rückwärts? Nippon, ach, na nun hat er mich wieder was gefragt, worauf ich... Darauf war ich nicht gefasst. Darauf waren Sie nicht gefasst. 14 Jahre sind das her und das kann ich nicht mehr so ganz. Das Tolle ist, Sie können ja auch, und das finde ich die eigentliche Sensation, rückwärts singen. Ja. Das heißt, Sie müssen nicht nur die Worte rückwärts lernen, natürlich auch in der falschen Reihenfolge von hinten ab, sondern Sie müssen auch die Melodie und das Tempo des sehr Liedes richtig. Rückwärts sehr richtig. Lernen. Können Sie das mal, ein Lied mal rückwärts Was singen? Was wollen Sie, Händchen klein oder? Händchen klein, ja, machen Sie mal Händchen klein. Nif schick mir trick, nix hat chist ne se baat, rem nis ne, ja krak nun ta, resten ja wa toma ba, tu me glof zirre, tu mi tetsch, tu nu kotsch, nja ne klemmet ja wit ne, nja lag nik, nja ich nis ne. So, jetzt vorwärts. Sind wir ein Kinderlein, in die weite Welt hinein. Stock und Fuß steht im Wust, er ist voll bewusst. Aber muss da weiter sehr, hast du gar kein Händchen mehr. Da besinnt sich das Kind, wir heimgeschwind. Können Sie das noch kurz, was mir das aus dem Publikum? Ja.
Möchte jemand aus dem Publikum, hat irgendjemand ein Wort, was er mal rückwärts hören möchte? Oder einen Satz? Maschendrahtzaun. Ich mache jeden Tag mit... Maschendrahtzaun, können Sie das rückwärts? Maschendrahtzaun. Ja. Nuast tart ne Schnamm. Nuast tart ne Scham. Maschendrahtzaun. Großartig. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Frau Nick, bleiben Sie noch mal sitzen. Käthe Nick, meine Damen und Herren. Und nach der Werbung sehen Sie bei uns das hier. Und zwar habe ich Rat in Gefahr für Sie gedreht. Sie sehen, warum mein Fuß kaputt ist. Und dann sehen Sie die Schlacht um RTL, um Heiner Bremer. Das alles nach der Werbung hier bei TV Total. Meine Damen und Herren, Käthe Nick, bis gleich. Sie wissen vielleicht, heute ist, kein Scherz, heute ist Weltlachtag. Ja? Deswegen sind Sie, ne, ist so, heute ist wirklich Tag des Lachens. Welt gibt's ja für alles. Heute ist halt Weltlachtag. Ja? Kennen Sie doch, oder? So, das nur nebenbei. Sie sind ja also genau richtig, meine Damen und Herren. Sie wissen, seit Wochen probiere ich, für Heiner Bremer ein Rabigramm zu singen. Ich bin mehrmals kläglich gescheitert. Ich habe versucht, ihn anzurufen. Ich war mehrmals dort. Aber Sie wissen, so leicht gebe ich nicht auf. Und deswegen sehen Sie jetzt unseren, ich glaube, mittlerweile dritten oder vierten Teil von der Schlacht um RTL. Heute bin ich zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen hier vor der Zentrale des mächtigsten TV-Riesen der Welt, RTL. Und ich habe versucht, dort hineinzukommen und ein ganz kleines Liedchen für Heiner Bremer zu spielen. Doch man hat mich rausgeworfen, man hat mich gedemütigt und man hat versucht, mich zu brechen. Doch da mache ich einen ganz großen Haufen AA drauf, denn heute probiere ich es auf dem politischen Wege. Ich will für Heiner Bremer was singen. Würden Sie da unterschreiben? Ich kenne den noch nicht mal. We shall overcome. We shall overcome. Come someday. Wollen Sie an unserer Unterschriftenaktion teilnehmen? Danke. Kommen Sie mal bitte, wollen Sie an unserer Unterschriftenaktion? Dann mal einen Stift. Ja, hier. Ja. Ich will für Heiner Bremer nämlich singen, wenn Sie hier Ihre Unterschrift. Heiner, gib auf, wenn Sie das unterschreiben würden. Das wäre nett. Dankeschön. Danke. Viel Spaß noch. Ich will schön für ihn singen. Tut mir Heiner bringen. Hopp, hopp, hopp. Nachtjournal, stopp. Da fällt mir ein kluger Satz von Gerhard Schröder ein. Ich will hier rein. Entschuldigung, ich bin hier im Hungerstreik. Würden Sie vielleicht mal kurz unterschreiben? Ich möchte für Heiner Bremer singen. Machen wir eine Unterschrift zusammen. Ja. Wir haben schon eine Unterschrift. Dann schreibe ich unterschreiben auch. Sie mal. Ja. Ist klar. Wollen Sie auch? Guck mal, bei RTL, die können super schreiben. Ja, ich kann schreiben, tut mir leid. Also, ich bin hier im Hungerstreik. Ich komm jetzt zu mir, wenn wir keine unterschreiben. Jetzt. Bitte? Kein Brötchen leider jetzt. Ja. Arbeiten Sie hier beim Feind? Beim Feind, ja. Ja, arbeiten Sie beim Feind? Okay. Darf ich weiter? Gut. Nein. Nein. Wir bleiben jetzt hier. Setzen Sie soll mich ich mich hier dazu setzen? Ja. Kommen Sie mal gerade her. Okay. Setzen wir mal dazu. Und ich will für ihn singen, tut mir Heiner bringen. Ich will für ihn singen, tut mir Heiner bringen. Hopp, 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 Nachtjournal, stopp. Hopp, 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 Nachtjournal, stopp. All we are saying, give Rob a chance. Alles klar.
We shall overcome. Ich kann kein Englisch. Ach so. Ach ja, RTL, natürlich. Hier, guck mal was. Wir sehen auch auf diesem Wege. Ist es sehr schwer. Ich habe mit Leidenschaft habe ich mehrere Tage im Hungerstreik vor RTL gesessen. Das war nur ein kleiner Ausschnitt. Und es hat trotzdem nicht geklappt, meine Damen und Herren. Und dann lese ich hier in der Süddeutschen Zeitung vom 24.12., da hat Herr Heiner Bremer ein kurzes Interview gegeben. Und da sagt er, der kann mich gerne verarschen, aber ich meine, am besten kann ich das noch selbst. Aber wenn er mich verarscht, dann würde ich gerne den Termin mitbestimmen. Ja? Ist das so schwierig? Kann er nicht anrufen und wie Sie fragen, wann ich kommen kann und so weiter und so fort. Und wir haben ja das erste Mal bei Heiner Bremer angerufen, Sie erinnern sich vielleicht noch. Ja? Und da hat er uns keinen Termin geben können. Also, jetzt auf diese Nachricht hin rufe ich einfach nochmal bei Herrn Bremer an. Er müsste jetzt eigentlich in der Nachrichtenredaktion des Nachtjournals sitzen. Und ich probiere es mal. So, die Nummer. Oh, ich hab ein Amt. Hallo? Ja. Einer Bremer wieder. Ah. Anke Wittek? Ja, hallo, na, bin Stefan Raab ist mein Name. Bin ich da in der Nachtjournal? Ja. Was lachen Sie so geil? Hallo? Ja, hallo. Anke Witt, ja? Ja, Sie sind doch, bin ich im Nachtjournal, oder? Sie sind richtig, Sie sind ja, im Nachtjournal. Ja, Sie müssen bestimmt Herrn Bremer. Genau, kann ich den mal kurz? Das würde ich ja gerne machen, aber der ist in Urlaub. Wie, der ist in Urlaub? Oh, hören Sie? Wann ist er denn wieder? Die sind doch bestimmt die persönliche, wie sagt man, Praktikantin, oder? Hallo? Das ist jetzt ganz gemein, was Sie da machen. Oh, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht beleidigen. Mhm. Ich bin ein Spaßvogel, Sie wissen doch, ich mache immer Spaß. Ja, ich bin ja ein persönlicher Fan Ihrer Sendung. Oh, hören Sie das? Muss diese dröhnige Musik eigentlich eingespielt werden? Ich kann sie kaum verstehen. Bitte was? Muss diese dröhnige Zuschauerapplaus, muss das eingespielt werden? Ich kann sie kaum verstehen. Nein, die sind live hier. Das Publikum ist ja hier, Frau Witt. Gott sei Dank heiße ich ja nicht so. Ja, ach so, Sie heißen nicht so. Okay. Sagen Sie, wann ist denn der Herr Bremer wieder da, wenn ich das mal... Kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Wie? Der muss doch, irgendwann ist der Urlaub doch zu Ende oder ist er für immer in Urlaub? Ich will doch nur für Herrn Bremer singen. Er hat auch mal gesagt, ich sollte jetzt mit ihm einen Termin abmachen. Genau, das genau. Darum hatte er mich auch gebeten. Wenn Sie denn noch mal anrufen würden, wären Sie doch bitte so lieb und machen Sie einfach persönlich mit ihm einen Termin aus. Ja, das will ich ja gerade. Dann müssen wir sagen, wenn er wieder da ist, der eine. Ja, nächste Woche. Nächste Woche. Dann ist er nächsten Montag wieder da? Das weiß ich nicht. Machen Sie dann noch irgendwas anderes, außer mit mir telefonieren? Also nächsten Montag wieder, ja? Mhm. Ja, okay, dann bedanke ich mich recht herzlich, Frau Witt. Ja, und bestellen Sie Heiner Grüße. Also ich rufe nächsten Montag nochmal an, dann machen wir einen Termin klar. Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und ich hoffe, Sie strahlen das jetzt nicht aus. Da kriege ich Ärger. Ich kriege Ärger? Mhm. Wie meinen Sie jetzt Ärger? Müssen wir das Gespräch jetzt noch weiter führen? Ja, jetzt wird es ja gerade erst interessant. Ja, okay, jetzt wird es interessant. Mit wem kriege ich denn da Ärger, wenn ich fragen darf? Mit mir persönlich. Ach so, da dann hätte ich persönlich was dagegen. Und das ist Ihnen egal, da setzen Sie sich drüber weg. Ja, da schneiden wir den letzten Satz von Ihnen raus, dann glauben alle, Sie hätten das Dufte gefunden. Und also, dann bitte nicht getürkt. Also wenn schon, dann real, ne? Nein, nicht wir getürkt, wenn schon real. Wir piepen Ihren Namen raus. Frau Witt. Okay, dann, also machen Sie es gut und schauen Sie sich die Sendung an. Oh, nee. Vielen Dank. Danke. Sie waren sehr sympathisch. Ja, nee, ist klar. Kann ich mich mit Ihnen mal persönlich treffen? Auf jeden Fall. Wir können uns auch mal persönlich treffen, wir zwei. Mhm. Okay. Okay, dann machen Sie es gut. Tschüss. Ciao. Wir lieben Sie. Wow.
Was hat die da gemacht? Nominieren, meinen Sie? Da wollen wir mal schauen, ja. So, meine Damen und Herren, ich fahre mal gerade wieder meinen Monitor hoch, denn ich muss Ihnen wieder was zeigen. So, Sie wissen ja, wir haben glücklicherweise den Monitor-Hochfahrwitz abgeschafft. War ein bisschen doof, kamen keine guten an. Deswegen haben wir diese langweilige Aktion jetzt hier jedes Mal. Aber es sind nur 15 Sekunden. Und schon ist der Monitor oben. So. So, und Sie erinnern sich, in einer der letzten Sendungen hatten wir aufgedeckt, dass es bei der Goldene 1-Hitparade einen kleinen Skandal gab. Sie erinnern sich, das war das Ergebnis. Gigi Anderson wurde Erster mit 1% Vorsprung vor dem Zweiten. Und beim Zusammenzählen aller Prozentpunkte, das ist kein Scherz, ich will das jetzt nicht nochmal für Sie machen, beim Zusammenzählen aller Prozentpunkte kamen 101% raus. Ja? Das heißt, im Prinzip einer mehr, als es überhaupt gibt. Ja? Und das haben wir bemängelt und wir fanden, das war ein Skandal. Und ich bin der Meinung, wir müssen Ingo Dubinski, ja, das ist der Moderator dieser Sendung, ja, ziemlich langer Name, ich bin dafür, dass wir ihn in Dubingo umbenennen, dass wir Ingo Dubinski nominieren müssen für diese Aktion, diese tolle Richtigstellungsaktion in der Goldenen 1. Schauen Sie sich das an. Herzlich willkommen zur Goldenen 1 Hitparade live aus Hamburg zu unserer letzten Sendung. Im November hat es ja ein, zwei Nachfragen kürzlich gegeben, und zwar zu dem Hitparadenergebnis. Die einzelnen Ergebnisse unserer Künstler wurden zusammenaddiert und haben 101% ergeben. Da sage ich an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank dem Stefan Raab von ProSieben, unserem treuen und aufmerksamen Zuschauer, dem das sofort 5 Wochen nach unserer Sendung aufgefallen ist. Und ja, ich werde nachher an entsprechender Stelle versuchen, Stefan, dir das zu erklären. Am liebsten hätte ich das alles mit dir hier bei uns im Studio besprochen, denn wie der Zufall so will, vor einiger Zeit haben wir dich mit deinem neuen Lied Maschendrahtzaun eingeladen. Leider hast du uns aus Termingründen einen Korb gegeben. Tja, nun ist er aber nicht da und da sind viele sehr traurig und es gibt bei uns das Oh der Woche. Wow, das ist so eine Riesenaktion von Ingo Dubinski und so ein kreativer Einfall, meine Damen und Herren. Das ist so toll, dass wir das direkt für unsere Sendung übernommen haben. Ja, wir haben für Sie das Original Ingo. Oh! Ja, mit Original. Mit Original Ingo Dubinski Mini-Pli Dauerwelle obendrauf. Und kaum eingeführt, schaffen wir dieses auch schon wieder ab. Und meine Damen und Herren, Ingo Dubinski sagte, ich hätte ihn aus terminlichen Gründen abgesagt. Das stimmt nicht, ich hatte keinen Bock. Ja, und meine Damen und Herren, aber er ist nominiert für unseren Rat der Woche. Er konnte leider auch nicht, denn er hat auch aus terminlichen Gründen abgesagt bei uns. Schade eigentlich, aber er hat sich noch mal in der Sendung noch mal mit unserem Thema befasst. Das freut mich sehr. Schauen Sie sich das hier an. Wir kommen jetzt zum Ergebnis, wer die Goldene 1 bekommt. Und ich möchte noch mal erinnern an die Aufforderung unseres Zuschauers von ProSieben, Stefan Raab, wie das zustande kam mit den 101%. Das kann passieren, Stefan. Wir haben uns nämlich entschieden, die Tabelle zum Schluss so übersichtlich wie möglich zu gestalten. Deshalb werden die Stellen nach dem Komma auf oder abgerundet. Und dann kann ihm schon mal mehr oder weniger als 100% rauskommen. Nun ist Mathematik ja kein Showgeschäft, in dem man einfach mal für einen guten Gag 5 gerade sein lassen kann. Da gibt es eine klare Regel. Ab 0,5 wird aufgerundet und darunter wird abgerundet. Rundet man mehrmals auf, kommt halt mehr als 100 raus. Rundet man mehrmals ab, kommt vielleicht weniger heraus. Ja, Ingo Dubinski, wenn jeder hier auf- und abrunden würde, wo kämen wir da hin? Ja? Wenn die bei Sat 1 abrunden könnten, würden sie wahrscheinlich bei Vera Entwen anfangen. So, meine Damen und Herren, Sie wissen vielleicht, ich habe mich angemeldet für Sie in Stockholm beim Grand Prix Eurovision Chanson anzutreten. Ja? Und ich habe Lieder geschrieben, Lieder über Lieder über Lieder. Und ich habe immer gesagt, nein, dieses Lied ist noch nicht gut genug. Ich möchte für Sie das beste Lied spielen, was ich jemals in meinem ganzen Leben komponiert habe. Ja? Und es sind aber so viele Lieder übrig geblieben, ja, dass ich Ihnen die anderen nicht vorenthalten möchte. Ja? Und da heute ja eh Weltlachtag ist, meine Damen und Herren, spiele ich Ihnen eins vor, was mit diesem Thema zu tun hat. Und zwar spiele ich Ihnen in den nächsten Wochen bis zum Grand Prix die Lieder vor, die ich nicht beim Grand Prix spielen werde. Unter unserer Rubrik Lieder, die Stefan nicht beim Grand Prix spielt.
Ja, und wir fangen direkt an mit einem Lied. Das habe ich heute Mittag mit einer Standleitung aufgezeichnet. Habe ich zusammen mit Ricky, Sie erinnern sich, Ricky? Weltlachtag, Ricky. Weil er so schön lacht, habe ich ein Lied gemacht, das heißt Ricky, lach doch mal mit Ricky zusammen. Schauen Sie sich bitte das hier an. Ricky Bärchen mit der lustigen Frisur. Ricky, ich schaue deine Sendung immer nur. Du bist ein Lachsack und immer gut gelaunt. Du bist so wunderbar, drum Ricky, lach doch mal. Na? Okay. Ja. Danke. Ricky, wie würdest du am liebsten mal in den Arsch treten? Ich fange mit dir an. Dankeschön. Und nächste Woche für Sie das nächste Lied, mit dem ich nicht zum Grand Prix antreten würde. Denn wenn ich Ihnen das vorspielen würde, mit dem ich zum Grand Prix antreten würde, dann würde ich automatisch disqualifiziert. Soll ich? Nein. Ich hoffe auf Ihre Unterstützung. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserer zweiten Nominierung. Ich habe was Tolles gesehen bei Sam. Schauen Sie das hier. Die beiden Hochseilartisten sind hier, Mitzi und Fritzi. Die Helden aus dem Mäusezirkus trainieren unermüdlich für die große Show. Beigebracht werden ihnen ihre Kunststücke von Dompteur Wolfgang Hartsein. Ich musste vor 20 Jahren im Kindergarten Mäuse fangen und die habe ich nicht tot gemacht, wie es verlangt wurde. Die taten mir so leid und dann habe ich sie mit in die Werkstatt genommen, ein Terrarium geklebt. Ja, meine Damen und Herren, und heute Abend ist er hier nominiert für den Rat der Woche. Wolfgang Hartsein für seine tolle Mäusedressur. Und hier ist er, Wolfgang Hartsein. Herr Hartsein. Einen wunderschönen guten Tag. Herr Hartsein, kommen Sie hier mit rüber, der Mäusedompteur. So. Hier, ich habe dir was mitgebracht, den kleinsten Mäusesaurus der Welt. Ja. Zu Hause habe ich... Ah! Oh. Achso. Och, die sind doch ganz süß und niedlich, ja. Stefan. Soll ich mal anfassen? Ja, das ist die Albina. Ah, okay. Die ist ein bisschen aufgeregt, ja. Ja, ich habe auch mal Mäuse dressiert. Und zwar habe ich immer so ein Stückchen Käse auf so eine Falle gelegt. Sehr gut. Ja, oh. Albino. Und Albina. Sind endlich Zwillinge geboren. Sehr, sehr. Kann man die auch am Schwanz anfassen? Ja, das ist der Züchtergriff, richtig. Ah, das ist der Züchtergriff. Ja. Schauen Sie mal hier, lustig. Ja. Nur nicht loslassen. Ah, hier eine, gucken Sie mal hier. Die machen aber nichts. Nein. Ja? Das schadet nichts. Das tut ihr nicht weh, wenn man die nein, anfasst? Nein, das können sie ab. Das können sie ab. Ja. Hier wollen wir eine kleine Wette abschließen. Komm, lass mal los, ja. Lass mal los, am 100 Mäusemeter Seil. Ja? Wer eher unten ist, hat gewonnen. Wer eher unten ist? Ja. Ja, okay. Albina, Albino. Ja. Ach, welche ich nehme? Ja. Die weiße. Ja. Ah, Albina. Ach, gut, Albina. Nehme ich die, nehme ich ja, doch nehme ab, die Frau. Damen, ja? Gut. Ja, natürlich. Gut. Auf die Plätze. Fertig. Los. Albino, mach da hin. Ja? Ja. Lauf. Eine, ja. Lauf. Ja. Eins, aber zweimal musst du gewinnen. Kann man die auf den Kopf setzen? Auch, ja. Zweimal musst du gewinnen. Wir müssen jeder Maus mal die Chance geben. Sehr gut. Das Kind killert aber. Das ist August der Starke. Das ist August der Starke? Ja, der dreht das Riesenrad gleich. Machen wir mal den zweiten Durchgang. Ich bin ja schon einen Fall. Auf die Plätze, fertig, los! Das meine ich. Albino wieder, Albino. 2:0 für dich, Stefan. Du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Krieg jetzt sowas. Ganz toll. So, das ist klasse. Vielleicht können wir gleich noch was davon zeigen. Wir haben schon wieder knapp mit Zeit. Der kleine Teufel auf der Todesleiter, 100 Mäusemeter und so weiter. Und Fix und Fax machen wir einen kleinen Rundflug, aber bitte macht keinen Unfug. Wir rufen alle mal den Fix, der kommt er ja. Und den Fax, da ist er ja. Und wir starten ohne Fallschirm, ohne Netz, das fetzt. Wow! Schön festhalten. Das ist super. Meine Damen und Herren, das ist der sensationelle Mäusedompteur. Vielen Dank. Eine großartige Vorstellung. Dankeschön. Meine Damen und Herren,
Und nach der Werbung sehen Sie bei uns das hier. Und zwar sehen Sie Raab in Gefahr beim Eiskunstlauf. Da werden Sie erfahren, warum es meinem Fuß nicht ganz so gut geht, wie es ihm eigentlich gehen sollte. Schalten Sie gleich wieder ein. Nach der Werbung sind wir wieder für Sie da. Meine Damen und Herren, Wolfgang Hartsein. Da sind wir wieder zurück bei TV Total. Süß, oder? So, das kitzelt so ein bisschen irgendwie. Jetzt sehe ich, was machen die gerade? Können Sie mir das sagen? Nein! Um Himmels Willen. Die machen doch nicht. Nichts. Um Himmels Willen. Meine Damen und Herren, bevor ich Ihnen gleich Raab in Gefahr zeige und wie es zu dieser dramatischen Verletzung meines rechten Fußes kam, können Sie bei uns abstimmen, wer den Raab der Woche gewinnen soll und damit nächste Woche hier wieder seinen Titel verteidigt. Drücken Sie auf Ihre Geräte Nummer 1, 2 oder 3 und hier ist nochmal der Schnelldurchlauf aller Kandidaten in der Zusammenfassung. Und zwar nominiert für den Raab der Woche Käthe Nick für ihre Rückwärtssprecherei, Ingo Dubinski. Gehen wir mal die eine. Ingo Dubinski und natürlich Herr Hartsein für seine tolle Mäusedressur. Warte, ich bin ein bisschen gehandicapt. Ich kann jetzt hier alles nicht mit den Mäusen da. Ich komme mir jetzt so ein bisschen vor wie diese Typen. Kennen Sie immer? Hast du mal eine Mark? Ja. So, und jetzt, Frau Nick, bin ich gespannt, wie die Zuschauer abgestimmt haben. Wenn wir die Grafik mal einspielen könnten, dann sehen wir, wer den goldenen Raab mit nach Hause nimmt. Käthe Nick, die Rückwärtssprecherin Ingo Dubinski, Dubingo und Wolfgang Hartsein für seine fantastische Mäusedressur. Und da sind alle noch gleich auf. Und Käthe Nick gewinnt! Nehmen Sie wieder Platz. So, meine Damen und Herren. Die eine war schon bei mir im Ohr. Und wo ist die andere? Wo ist die andere? Wo ist die andere? Da. Hallo? So, ich tue die mal wieder hier rein, das wird mir zu dramatisch. So, meine Damen und Herren, Sie wollen sicherlich wissen, was ist passiert. Raab in Gefahr heißt nicht umsonst Raab in Gefahr. Und deswegen mache ich das auch jedes Mal für Sie. Was gibt's denn da zu lachen? Was macht die Maus? Stimmt. Wo ist sie? Ich bin nicht schreckhaft, ich spiele das nur. So, meine Damen und Herren, schnell muss ich Ihnen zeigen. Ja, Raab in Gefahr, Eiskunstlauf, da sehen Sie, was mir passiert ist. So, ich befinde mich hier vor einem Eisstadion, die Stätte meines großen Comebacks. Viele von Ihnen wussten vielleicht nicht, dass ich in den 80er Jahren eine der erfolgreichsten Eiskunstläuferinnen aller Zeiten gewesen bin. Von mir stammt zum Beispiel der einbeinig eingesprungene Raab oder zum Beispiel auch die Maschendrahtpirouette. Und heute habe ich hier mein Comeback, aber da muss ich mich natürlich erst umziehen. Bis gleich. Ein Scherz, ihr habt echt verknackst. Ich zieh sich hier mit diesem Schwuchtelklamotten. Ja. Das heißt nicht umsonst Raab in Gefahr. Und ich will auch in Zukunft nicht an Gefahr sparen. Warum muss das mal mir passieren? Warum passiert das nicht Andreas Thür? Mach aus. Ich will nicht, dass das Publikum mich leiden sieht. Mach aus. Ach so, aua. Da kommt die Strafe gleich doppelt. Und meine Damen und Herren, wenn Sie... Wir haben noch einen kleinen Bericht vorbereitet, in dem Sie mehr über diese dramatische Verletzung erfahren. Schauen Sie sich das hier an. Ja, meine Damen und Herren. Was denn? Mit diesen
Mit diesen lustigen Bildern möchte ich Sie in den Abend schicken. Verpassen Sie nicht den Quatsch Comedy Club, der kommt gleich hier nach. Und sehen Sie wieder nächste Woche, 22:15 Uhr, nächsten Montag hier. Tschüss, machen Sie es gut, bis nächste Woche. Yeah.